Hallo Leute! Ja, wie man sieht, ist es mal wieder dringend Zeit, dass ich mir meine Haare töne. Und ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt endlich mal die neuen Directions-Töne Wisteria und Denim Blue aus. Wisteria soll so ein Fliederton sein, sowas in der Art, so ja, violett halt. Sieht in der Packung ziemlich blau aus, also ich bin mal gespannt, auf der Website sah das doch deutlich lilaner aus. Und Denim Blue, wie der Name schon sagt, ist halt so ein jeansfarbener Ton. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch langweilig, sie nacheinander zu tönen, diese Farben. Also habe ich mir gedacht, mache ich so einen Half-Half-Style. Das heißt, links mache ich Wisteria rein und rechts mache ich Denim Blue rein. Und wenn ich dann halt einen Seitenscheitel trage, sieht es ganz cool aus, hoffentlich. Weil dann halt ja, so ein bisschen von dem Wisteria über dem Denim Blue liegt. So ist der Plan. Ja, außerdem, wie man sieht, habe ich einen ordentlichen Ansatz schon wieder gekriegt und da werde ich die Farben auch drauf tönen, sodass ihr dann halt wisst, wie gut sich das auf dem Ansatz hält. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich nicht so gut halten wird, aber schauen wir mal. Und natürlich wird es dazu auch ein Auswaschtagebuch geben. Eins muss ich allerdings dazu sagen, die Ausgangshaarfarbe ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig ideal. Am besten wäre es natürlich, wenn man komplett schneeweiße Haare hätte, aber jeder, der sich auf die Haare tönt, weiß einfach, wie unrealistisch das ist, vor jedem Tönen seine Haare wieder weiß zu kriegen. Es geht eigentlich fast gar nicht. Und ja, also ich denke mal, so ein halbwegs neutrales Grau ist besser, als wenn man jetzt zum Beispiel total knallgelbstichige Haare vom Blondieren hat oder so. Weil einfach von dem Grau die Farbe an sich nicht verfälscht wird. Sie wird halt wahrscheinlich nicht ganz so knallig, wie sie das würde, wenn man es halt auf weißen Haaren tönen wird. Das heißt, das müsst ihr bedenken. Falls ihr weiße Haare habt, wird das Ganze dann nochmal deutlich knalliger ausfallen. Ja, und ich würde sagen, das waren jetzt auch genug einleitende Worte und wir fangen einfach mit dem Tönen an. So, ich habe jetzt meine Haare schon vorbereitet. Ja, ich habe sie im Prinzip einfach nur in der Mitte gescheitelt. Ja, das hier oben, da habe ich einfach nur schon so ein paar Sektionen vorbereitet, damit ich das dann nicht nachher machen muss, wenn ich die Farbe auftrage und so. Und das ist die erste, mit der ich anfangen werde. Ja, ich werde die Farben unverdünnt auftragen, ganz im Sinne der Wissenschaft, damit wir wirklich wissen, wie die Farben unverdünnt aussehen. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir auch einfach mal an. Es schaut einfach extrem blau aus. Soll aber lila werden. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Fertige Ergebnis. Ja, ich muss sagen, dass ich jetzt nicht so super begeistert davon bin. Also ich finde zumindest, dass das Wisteria doch ein bisschen knalliger hätte ausfallen können. Das Ding ist halt, man hat halt schon in der Verpackung gesehen, dass es eigentlich sehr blaustichig ist und naja, also
es ist jetzt halt so ein sehr, sehr blasses Lila. Natürlich hat das auch ein bisschen was damit zu tun, wie gesagt, dass ich halt grau als Ausgangshaarfarbe hatte. Aber ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, selbst wenn ihr weiße Haare habt, wird das jetzt schon ein sehr, sehr blasser Ton werden. Was halt komisch ist, weil es in der Verpackung wirklich relativ dunkel aussieht und halt wirklich einfach wie ein knalliges Blau. Also das ist wirklich eine sehr verwirrende Farbe. Das Denim Blue gefällt mir dagegen wirklich sehr gut. Vielleicht war es nicht unbedingt so eine optimale Idee, diese zwei Farben nebeneinander zu tönen. Es knallt doch so ein bisschen nebeneinander, finde ich. Ich werde mir jetzt mal einen Seitenscheitel ziehen und gucken, wie das da so aussieht, weil wie gesagt, ich laufe normalerweise nicht mit dem Mittelscheitel rum. Ach ja, genau, an den Ansätzen muss ich sagen, hat es eigentlich die Farbe quasi gar nicht angenommen, also überhaupt nicht. Das heißt, das braucht ihr gar nicht versuchen. Also ich habe ja so dunkelblonde Haare so. Also es bringt wirklich nichts, diese Töne da drauf zu machen, weil man davon eigentlich gar nichts sieht. Ja, ich werde jetzt mal einen Seitenscheitel machen und dann gucken wir, wie das dann aussieht. So, Seitenscheitel ist fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob es das wirklich besser gemacht hat. Also ja, ich glaube, dieser Haarfarbstyle ist eher cool, wenn man ein bisschen unterschiedlichere Farben nimmt und auch so mit so einer stärker gestuften, emo-mäßigen Frisur sieht es, glaube ich, auch ein bisschen besser aus, weil ich habe jetzt nicht so krass stark gestufte Haare und dadurch ja, verdecken meine Deckhaare jetzt im Prinzip einfach das Denim Blue, was irgendwie ein bisschen blöd ist. Also ich finde fast tatsächlich, dass die Frisur im Mittelscheitel dann doch besser aussieht. Ja, also Fazit zu den Farben ist, Denim Blue finde ich cool, Wisteria nicht so super cool, sehe ich nicht so den Sinn, weil es gibt ja auch voll viele lila Töne von Directions, die halt wirklich lila Töne sind. Und ja, ihr müsst halt im Endeffekt selber wissen, ob euch diese Farben so gefallen. Rechnet halt damit, dass es ein bisschen knalliger ist, wenn ihr auf weißen Haaren tönt. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf gelb tönen würdet, könnte ich mir fast nicht vorstellen, dass das für Styria jetzt irgendwie... Ich glaube fast, dass das dann noch ein bisschen schwächer ausfallen würde, weil sich das dann halt auch noch total ja, gegenübersteht im Farbkreis im Prinzip. Und ja, dann erhaltet ihr im Endeffekt auch eine neutrale Farbe. Also wie gesagt, wisst ihr ja, wenn dann nur auf weißem Haar, würde ich empfehlen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser etwas merkwürdigen Haarfarbe haltet. Vielleicht ist es ja wieder nur so ein Gewöhnungseffekt. Ich fand ja zum Beispiel diese gelben Haare, die ich vor ein paar Monaten hatte, auch am Anfang total komisch. Und muss sagen, dass ich sie im Nachhinein dann eigentlich ganz okay fand. Ja, mal schauen. Es wird auf jeden Fall noch ein Auswaschtagebuch zu dieser Farbe geben, also darauf könnt ihr schon gespannt sein. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das auswaschen wird. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Däumchen, Kommentare und Abos. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!